Hi, heute möchte ich eine kleine Videoreihe starten mit dem Titel Dänische Exportschlager. Es soll in dieser kleinen Serie also um Dinge gehen, die aus Dänemark stammen und die weltweit bekannt, beliebt und erfolgreich sind. Fangen wir heute mit etwas Technik an. Fangen wir mit Bang & Olufsen an. Beim Namen Bang & Olufsen schlägt mit Sicherheit das Herz von so manchem Hi-Fi-Freak schneller. Bang & Olufsen ist ein weltweit bekannter Hersteller von Hi-Fi-, Audio- und Videoprodukten im hochpreisigen Luxussegment. Wer sich ein paar Hi-Fi-Lautsprecher beispielsweise von Bang & Olufsen ins Wohnzimmer stellen möchte, der braucht das entsprechende Kleingeld. Die günstigsten Stereo-Lautsprecher des Unternehmens kosten so ca. 2.800 Euro, die teuersten 110.000 Euro. Stolze Summe. Im Jahr 1925 bereits gründeten Peter Bang und Sven Olufsen ihre Firma. Nicht etwa in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen oder einer anderen der großen Städte in Dänemark. Nein, die beiden gründeten ihr Unternehmen in dem kleinen und beschaulichen Städtchen Struhl, das am südlichen Zipfel von meinem geliebten Limfjord liegt. Und in diesem kleinen Städtchen, das heute eine Einwohnerzahl von knapp über 10.000 hat, hat das Unternehmen bis heute seinen Hauptsitz. Ja, wofür ist Bang & Olufsen bekannt? Das erste Produkt, das Peter Bang und Sven Olufsen in ihrer jungen Firma bauten, nannte sich Eliminator. Es war nichts anderes als ein Transformator, mit dem die damals verbreiteten batteriegetriebenen Radios am Stromnetz benutzt werden konnten. Durch die voranschreitende Elektrifizierung der Haushalte entstand der Wunsch, die damals gebräuchlichen mit Gleichstrom, also Batteriestrom betriebenen Radios eben an Wechselstrom betreiben und nutzen zu können. Das also war das erste Produkt. Im Jahr 1927 bauten die beiden Männer ihr erstes Fabrikgebäude in Struhl. Wie modern und innovativ die Dänen damals schon dachten, zeigt sich daran, dass die beiden das Fabrikgebäude so konzipiert haben, dass es im Falle einer Insolvenz des Unternehmens auch als Schule genutzt werden könnte. Das aber war nicht nötig, das damals noch junge Unternehmen wuchs. Im Jahr 1932 entstand das bis heute bestehende und genutzte Firmenlogo. Das hat aber nicht etwa ein berühmter Grafikdesigner entworfen. Nein, Sven Olufsen kaufte es einem Malerlehrling für 10 dänische Kronen ab. So zumindest die Geschichte. Und wie gesagt, das Logo ist bis heute in Gebrauch. Als erster Meilenstein der Firmengeschichte gilt das von Peter Bang entworfene Radio Beolit 39, das zu Weihnachten 1938 auf den Markt kam. Es war einer der ersten Radioempfänger, der komplett aus dem Kunststoff Bakelit hergestellt war. Mit diesem Produkt hielt auch der Produktname Beo Einzug, der bis heute verwendet wird. Alle Produkte, die Bang & Olufsen entwickelt, haben den Wortbestandteil Beo im Namen. Da gibt es Audioprodukte, die alle Beo Sound heißen, oder die Fernseher, die Beo Vision heißen. Das Unternehmen baut auch ziemlich gute Kopfhörer und die hören auf den Namen Beo Play und so weiter. Ich werde euch jetzt nicht die gesamte Produktentwicklungsgeschichte von Bang & Olufsen vorstellen, denn dann würde dieses Video vermutlich sehr schnell zu einer Art abendfüllendem Spielfilm werden, zumindest von der Länge her. Denn Bang & Olufsen hat in den letzten knapp 100 Jahren sehr viele tolle und spannende Produkte entwickelt.
Dennoch ein paar kleine Anmerkungen, was B&O so besonders macht und von anderen Unternehmen eben unterscheidet. Die Dänen haben bei der Entwicklung ihrer Produkte, wie beispielsweise der HiFi-Systeme, ab Mitte der 1950er Jahre auch sehr viel Wert auf ein gutes Design gelegt. Dabei wurden auch dänische und internationale Industriedesigner angeheuert. Wo andere Firmen immer noch rechteckige Boxen mit vielen Knöpfen und Drehreglern bauten, hat Bang & Olufsen bald ein sehr futuristisches, oft schlichtes und geradezu minimalistisches Design entwickelt. Ein Design, das sich erkennbar an den Bauhausstil anlehnt. Das Unternehmen hat auch als eines der ersten eine Universalfernbedienung entwickelt, mit der auch andere Geräte von anderen Herstellern, also andere HiFi-Geräte, andere Fernseher und so weiter, gesteuert werden konnten. Doch Bang & Olufsen baut nicht etwa nur Geräte für das heimische Wohnzimmer, also für Endkunden. Ein Geschäftsbereich widmet sich sozusagen den Groß- und Systemkunden. Was meine ich damit? Nun, so entwirft Bang & Olufsen auch Systeme, mit denen beispielsweise Restaurants, Hotels, Yachten, aber auch Kreuzfahrtschiffe beschallt werden. Und seit Anfang der 2000er Jahre entwickelt das Unternehmen auch High-End-Audiosysteme für die Autoindustrie. Zu den Herstellern, die ihre Fahrzeuge mit B&O-Systemen ausstatten oder aber ausgestattet haben, gehören beispielsweise Ford, Audi, BMW, Mercedes-Benz, aber auch die britische Nobelmarke Aston Martin. Außerdem findet man die Audiosysteme von Bang & Olufsen auch in Smartphones, beispielsweise von Samsung oder in den Notebooks von Asus. Man sieht also, die Dänen sind in vielen, vielen Produktbereichen tätig. So viel einmal zu diesem weltweit bekannten und beliebten Exportschlager Bang & Olufsen. Wenn du dich für diese Firma und ihre Geschichte interessierst, dann kann ich dir einen Besuch im Städtischen Museum in Struhe nur sehr ans Herz legen. Das Museum befindet sich im ältesten Gebäude der Stadt, dem sogenannten Torngard. Das Haus war einst Pachthof, dann ein Handelshaus und auch Pfarrhof. Heute kannst du in dem Museum in die Firmengeschichte von Bang & Olufsen eintauchen und dir unzählige Produkte und Informationen aus der fast 100-jährigen Firmengeschichte von Bang & Olufsen anschauen. Das Museum ist wirklich wunderbar. Ich habe es mir selbst letztes Jahr im Dezember angeschaut. Du hast ja schon ein paar Szenen eben gerade gesehen, aber das Video, das vollständige Video, verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Okay, das war das erste Video der kleinen Reihe Dänische Exportschlager. Hat es dir gefallen? Dann lass gerne einen Daumen hoch da und vergiss am besten auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann nämlich verpasst du auch kein weiteres Video und auch keines dieser kleinen Reihe der dänischen Exportschlager, denn ich habe da noch ein paar sehr spannende Sachen und Themen in der Vorbereitung. Also dann, wie sehr ist's?